Ich habe letztens, das ist schon ein bisschen länger her, eine E-Mail bekommen, in der mir, ich habe irgendwann mal ein Video über, wie ich Plätzchen vorbereite und so weiter gemacht. Und daraufhin habe ich eine E-Mail bekommen mit der Frage, ja, wenn, warum soll man denn die Plätzchen anfeuchten? Und derjenige hatte den Eindruck, wenn er mit trockenen Plättchen spielt, dass das dann irgendwie besser klinge. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mir mal Gedanken machen, warum feuchten wir eigentlich die Blättchen an? Und naja, und dann ist mir der Gedanke gekommen, also es gibt mehrere Gründe. Zum einen, wenn das Holz sehr trocken ist, dann ist es spröde. Wenn du jetzt das, also vergleichen, wir können das vergleichen mit einem Ast. Du hast einen Ast, der ist gut gefeuchtet, den kannst du rumwirbeln und den kannst du ein bisschen biegen, der ist biegsam, den kannst du hin und her schwingen und so weiter, der bricht nicht auseinander. Und dann gibt es diese trockenen, spröden Äste und die, ja, die wirbelst du hin und her, die sind unbeweglich und wenn du sie dann biegst, dann zerbrechen sie. Und ja, und so ist das ja eigentlich auch bei den Blättchen. Wenn wir sie jetzt bekommen, zum Beispiel wenn wir jetzt von Wanduren oder so bekommen, dann sind die meistens ja so abgepackt, dass sie ihre Feuchtigkeit behalten und dann nicht total spröde und trocken bei uns ankommen. Aber wenn du sie zum Beispiel falsch lagerst und in deinem Raum auch nicht genug Luftfeuchtigkeit ist, dann werden die Blättchen zu trocken und können dann nicht mehr so gut durchschwingen. Ja, und das ist dann ein Problem. Wenn sie dann nicht gut durchschwingen können, dann klingen die so, ja, es klingt irgendwie, also ich würde sagen, so ein bisschen, ich finde, es klingt roh dann und harsch. Vielleicht ist harsch das richtige Wort dafür. Also das Blatt kann halt nicht so schön schwingen und ja, entweder es ist dann super leicht irgendwie, es hat gar keinen Halt, es gibt keinen. Wo man gegenspielen kann, man hat dann das Gefühl, man kann die Luft nicht bringen. Oder ist es genau das Gegenteil, dass du das Gefühl hast, das blockiert, also das Blatt, das blockiert, es schwingt nicht so schön ein. Und da ist es schon wichtig, dass eine gewisse Feuchtigkeit im Holz ist. Und nein, mit feucht machen ist nicht gemeint, ich tunke mein Blatt ins Wasser und lasse es da tagelang drin stehen, bis die ganzen Fasern aufgeklärt wird, weil dann wird es muffig. Das wollen wir auch nicht. Das ist dann dieser aufgequillte Stock. Keine Ahnung, damit kann man auch nicht arbeiten. Aber es schwingt einfach besser, wenn es ein bisschen Feuchtigkeit in sich hat. Dann ist auch noch ein weiterer Aspekt die Langlebigkeit. Wenn ich immer meine Blätter ungefeuchtet spiele, also trocken oder ein bisschen zu trocken und sie erst ein bisschen später die Feuchtigkeit von meinem Speichel bekommen, dann ist es so, dass zum einen der Speichel, der ja mit Eiweißen und Enzymen und sowas versetzt ist, der kann sich dann in den Fasern so festsetzen und das zersetzt dann die Fasern ein bisschen. Also deswegen mache ich zum Beispiel lieber einfach klares Wasser und dann sind die Fasern schon gefüllt und der Speichel findet da nicht so viel Raum. Also das ist meine Vorstellung. Falls jemand das physikalisch noch genauer weiß, gerne in die Kommentare an dieser Stelle. Und zum anderen ist es so, wenn das Holz quasi noch ein bisschen trocken ist und dann zum Schwingen gebracht wird, es dann halt ja auch dadurch ein bisschen kaputt geht und dann das Blatt nicht so langlebig ist. Deswegen rate ich dazu, die Blättchen erstmal an die Feuchtigkeit vorzubereiten. Nicht zu ertränken bitte, weil ertränkte Blätter und aufgequillte Fasern wollen wir auch nicht. Und dann langsam einzuspielen. Und dann auch vor jedem Spielen ein bisschen anzufeuchten und grundsätzlich auch auf die Feuchtigkeit also ich bewahre das ja in einem Humidor auf, aber auch im Raum, darauf zu achten, dass die Luftfeuchtigkeit stimmt. Und wer von euch kennt es, dass man im Orchester sitzt und in dem Raum ist es so richtig trocken und man hat das Gefühl, das Blatt vertrocknet, während man spielt, das ist nicht so angenehm, so zu spielen. Ja, und das ist jetzt quasi meine Antwort auf diese E-Mail, die quasi. Und ja, warum ich die Blättchen anfeuchte. Genau. Und wenn du jemanden suchst,
der dich unterstützt beim Klarinette-Spielen und du wirklich lernen möchtest, wie du die Klarinette wirklich meisterst, wissen möchtest, worauf es ankommt beim Klarinette-Spielen, was die Prinzipien des Klarinettenspiels sind und du wirklich mit Leichtigkeit und Genuss Klarinette lernen und üben möchtest, dann fühl dich frei und mach mit mir eine Probestunde aus und dann können wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann und ob einer meiner Kurse etwas für dich ist. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich, dich dann kennenzulernen und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Blättchen anfeuchten.